fasse die jetzt nicht an, bis ich nicht Haarspray reingemacht habe. Wunderschönen guten Morgen, Tag oder wann auch immer du hier einschaltest. Mein Name ist Anja, das hier ist Bewusst mit Herz und heute machen wir diese wunderschönen, doch leicht irgendwie mitgenommen Haaren, obwohl sie geduscht sind, aber nicht heute frisch geduscht, sondern irgendwie über Nacht leicht fettig geworden, mit dem Dyson Airwrap richtig schick und gucken mal, was die Locken bei so kurzen Haaren dann alles können. In meinen anderen Videos mache ich mit euch auch ganz viele verschiedene Haarsachen, aber ich habe auch ganz anderen Content, Mama-Content, Vlogs und so Co. Schau gerne mal rein und jetzt lasst uns mal mit dem Dyson Airwrap diese Mähne kann man das nicht nennen, diese Haare auf Vordermann bringen und schauen, was der Dyson damit machen kann. Da meine Haare ja trocken sind, außer vom Fett, mache ich die jetzt noch ein bisschen nass. Ich nehme dafür einfach nur Wasser und massiere das so ein bisschen leicht ein, damit die leicht eine gewisse Feuchtigkeit haben. Eigentlich heißt es ins Handtuch trockene Haar, aber ich habe schon gemerkt mit dem Dyson, ob das alles so nicht ganz so stimmt. So, jetzt haben wir hier so. Das ist meine Länge im Moment. Soll ich sie nochmal wieder kürzer schneiden? Ja, ne? Dann nehmen wir Hitzespray. Ich habe hier dieses GHD. Ich bin eigentlich eher so der Öko-Typ. Ich versuche eigentlich immer eher Öko-Sachen zu haben, aber das habe ich mir damals in meiner Nicht-Öko-Zeit gekauft. Ich weiß nicht, ob die Tierversuche machen. Das ist etwas, das ich prüfen würde, bevor ich das nochmal neu kaufen würde. Weil ich versuche nichts zu kaufen mit Tierversuchen. Und dann geht's schon zum Dyson. Ich habe hier vom Dyson die Limited Edition, habe den dicken Aufsatz genommen. Ich finde, die dicken Locken sehen immer schöner aus. Bei der Limited Edition ist es so, dass man das hier schon switchen kann, das je nach Drehrichtung. Bei dem alten Dyson, ich verstehe das gar nicht, ich habe auch so ein Vergleichsvideo oben gemacht, muss man echt den Aufsatz wechseln, wenn man die Locken in die andere Richtung haben möchte. Kann ich bei dem Preis, muss ich gestehen, persönlich, das ist meine persönliche Meinung, gar nicht nachvollziehen. Aber ich meine, Technik entwickelt sich und wie das so ist, ist es halt so. So, so, wir trennen diesmal die Haare auch ein bisschen ab. Mal gucken, wie lange wir insgesamt brauchen. Ich habe heute noch einige Termine und möchte noch einiges drehen. Dann stellt man das Ganze auf heiß, das ist wichtig. Während man die Locke drin hat, macht man das auf kalt. Erst bevor man die rausnimmt. Weil dann kühlt das Ganze schon ab und die Form wird mehr gefestigt. Wäre andersrum vorne immer. So. Genau. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen warm. Ich stelle jetzt schon auf kalt. Das wurde nicht verschnellert oder so jetzt im Video, damit ihr wisst, wie lange. Die Haare waren jetzt nicht so feucht. Und zack, guck, habe ich schon eine Locke. Ich mache wieder auf heiß. Nehme die nächsten Haare. Pack die rein. Ah, schnell ist das. Mache auf kalt, weil mir das schon zu heiß wurde. So. Und hier habe ich eine vergessen, eine Strähne. Ah, nein, 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 ich kann nicht mehr wieder wischen. Nein. Okay, die lasse ich wohl weg. Dann drehe ich das jetzt in die andere Richtung. Und ich habe auf kalt schon gemacht. Und die ist so okay geworden, ne? Aber es geht halt auch nicht darum, richtig krasse Locken zu machen, sondern so Wellen. Deswegen habe ich auch den dicken Aufsatz gemacht. Und einfach Volumen reinzukriegen und nicht so fettig und ungepflegt auszusehen. So, kalt und raus. Das war's schon, was diese Seite angeht. So, diese Haare sind noch ein bisschen feuchter. So, und nehmen wir diese hier. Auf heiß, Locke rein. Ah, verkehrt rum. Muss nochmal drehen. So. Rein. Hier, die wurden nicht erwischt. Manche tragen ja so Hitzehandschuhe, ist eigentlich ganz schlau. Es wird auch ein bisschen warm. So wird ihr die. Die nächste mache ich dann entgegengesetzt, dass die sich aufeinander aufstellen. Das heißt so rum. So. Ja, und heiß. Ich wollte eigentlich auf Fett stehen. Hier seht ihr schon die Pracht. Ich fasse die jetzt nicht an, bis ich nicht Haarspray reingemacht habe.
für hinten brauche ich ehrlich gesagt den Spiegel im Bad, um da dran zu kommen. So, aber machen wir es mal so. Seht ihr jetzt diese zwei Strähnen hier vorne? Da habe ich jetzt den dünneren Aufsatz geholt. Ich will das nicht anfassen. Man macht hier hinten einfach das hier auf. Und ich nehme jetzt die Decke und klicke das raus. Zack. Setze den anderen auf. Mache das zu. Und dann mache ich diese beiden Strähnen hier. Okay, das ist ein bisschen. Nach vorne gerichtet finde ich nicht schön vorne. Ich mache immer nach hinten. Ich achte immer darauf, wie Gilmore Girls das macht. Das war immer nach hinten und dann aufeinander aufgestellt. Ich war ja immer fasziniert von den Gilmore Girls, von deren Locken. Ja, das sieht schön aus. So, das heißt, jetzt muss andersrum, damit es den Gilmore Girls Style hat. Habe ich hier so eine krasse Locke. Aber warte mal ab, wenn wir jetzt da Haarspray reinmachen und dann das Ganze ein bisschen auffächern, wie das aussieht. Auch hier habe ich noch mein altes Haarspray von früher. Ich habe wirklich seit 5 bis 10 Jahren kein Haarspray gekauft. Das kann bestimmt auch ablaufen, ne? Boah, 2011. Seht ihr das? 2011! Ja, wie ihr seht, ich taste mich hier noch an das Ganze heran. Ja. Voll im Mund. Benutze das nicht so oft? Boah, krass. Oder? Oh mein Gott! Und das in circa 10 Minuten. 10 Minuten hat es gedauert, diesen Effekt zu erzielen. Hinten mag ich gar nicht gucken. Warte. Guck mal hinten. Hinten geht besser, aber vorne. Ich habe immer noch den Geschmack, muss gleich unbedingt auswaschen im Mund. Aber so, guck mal, 10 Minuten. 10 für diese Frisur. Das ist krass. Na gut, dann drehe ich jetzt mal schnell und dann muss ich los. Schau gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Ich verlinke dich hier nur Haarzeugs. Jeden Mittwoch um 18.15 Uhr kommt immer ein Video. Und ich poste aber auch so zwischendurch mal Videos. Also vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du nichts verpasst. Ding, ding.